Make the ground shake. Willkommen Leute, hier ist wieder euer Fred. In diesem Video dachte ich mir, ich zeige euch mal, wie ihr an das exotische Schwert kommt, weil ja auch Kumpels von mir oft nachgefragt haben. Der Beutezug heißt ein neu geschmiedetes Schwert. Ihr müsst 50 Major Kills mit dem Schwert machen und 25 Hüter Kills. Diesen Beutezug bekommt ihr erst, wenn ihr euer Schwert, was ihr im Laufe der Zeit bekommt, auf mindestens 280 Lichtlevel habt. Da seht ihr es. Ich habe die Major Kills unten im Kosmodrom gemacht. Entschuldigung. Unten im Kosmodrom gemacht, da spawnen immer die drei Charmagers. Da habe ich die halt gemacht. Könnt ihr eigentlich überall machen, wo ihr wollt. Das sind halt die normalen gelben Gegner halt. Das sind die Majors. Bin dann immer da hingegangen. Bin hier in die Ecke. Dann spawnen normalerweise die Gegner neu. Wie gesagt, so habe ich das gemacht. Ist ein bisschen nervig. Ich habe das nebenbei halt so gemacht, wo ich noch Videos bearbeitet habe und alles. Ist eine etwas nervige Aufgabe, gebe ich zu. Aber es funktioniert, wie ihr seht. Immer schön drei Stück. Setz dich kurz in die Ecke. Falls diese Majors nicht spawnen, geht ihr einfach kurz hoch, springt einmal quer über die Map, geht wieder zurück und dann sind die wieder da. Das war der Schritt. Die 25 Hüter ist klar im Schmelztiegel. Ihr müsst nicht das Schwert aus. Also keine schwere Moon haben. Ihr könnt auch mit dem Knüppel einfach zuschlagen. So. Die nächste Stufe davon ist, ihr müsst jemanden töten mit diesem Schwert. Ich zeige euch jetzt genau, wo er ist, wie ihr damit hinkommt. Ekta, ich glaube Ekta wird das ausgesprochen, auf dem Grabschiff. Ist unten in diesem Kerker. Ich zeige euch genau, wie ihr da hinkommt. Und dann, ja, müsst ihr was Bestimmtes machen. Und zwar sind da drei gelbe Ritter. Die müsst ihr bis kurz vor Down runterschießen. Alle drei. Denn der Trick dabei ist, die Tür, die dann da gleich, also nachher ist, die öffnet sich nur, wenn ihr alle drei Ritter innerhalb von 10 Sekunden downhaut. Das ist der ganze Trick. Also ihr haut erst wie immer die ganzen Ads, die roten halt alle weg. Dann habt ihr nur noch die drei Ritter, die schießt ihr runter. Und wenn das soweit ist, dann am besten natürlich, wie gesagt, zu zweit. Es geht aber auch solo. Ich habe es auch schon solo gesehen. Dann die drei Ritter halt downhauen, dann öffnet sich eine Tür. Dann geht ihr den Gang entlang. Und ja. Das war eigentlich schon der Trick. Wie ihr gesehen habt, wir haben noch schnell das Event für die Preisrichterrunde mitgenommen. Deswegen hat das jetzt was gedauert. Ihr geht hier halt lang. Durchs Mausoleum. Natürlich, ich könnte das jetzt ein bisschen schneller machen. Ist klar, ihr könnt auch gerne vorspulen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es noch nicht rausgefunden, wie man die Videos schnell ablaufen lässt. Das ist dann halt mein Fehler. Ich folge wieder meinem Navigator, dem Sascha, der sich hier, wie ich ja schon mal in einem Video erwähnt habe, blind auskennt im Grabschiff. Geht hier lang. Dann kommt ihr, na, mal wird's eingeblendet, zu die Quellen.
Seht ihr dann da unten? Müsst ihr das Loch an, laufen ein paar Ads rum. Könnt ihr töten, müsst ihr aber nicht einfach durchlaufen. Wir haben halt zwischendurch immer noch ein bisschen Bild, damit sich auch unser Super wieder auflädt. Und dann da. Da ist der Kerker, den ich meine. Also, ich nenne ihn Kerker. Da sind halt die ganzen Gegner. Wo ich halt auch eben schon meinte. Dass er einfach down schießt. Und ja. Da hinten ist der Ritter. Wir haben. Ich weiß nicht, wie immer leere Schilder haben, ich meine unterschiedliche Schilder haben die. Ihr seht, wir schießen ein bisschen langsamer drauf halt, sodass dass es eigentlich schief geht, weil wir hatten das gestern, wo ich das mit einem anderen Kollegen gemacht habe. Da haben wir halt aus Versehen den einen Ritter schon down geschossen. Und dann hat das mit der Zeit halt nicht geklappt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also es ist auch eigentlich ganz locker, wenn ihr euch daran haltet. Ihr kriegt ja eigentlich locker in 10 Sekunden down. Wir warten jetzt noch kurz ein bisschen. Er hat mir dann das okay gegeben. Am schnellsten geht es natürlich mit der Pumpe, wie ihr seht. Zack, das war's. Alle drei down. Dann hört ihr ein Geräusch. Und die Tür geht auf. Geht ganz normal durch. Ihr kennt den Weg halt. Auch vom Strike. Geht da ganz normal durch bis zum Ende. Dann kommt ihr zu dieser Treppe. Und tötet einfach den Großen. Also ihr müsst nichts bestimmt. Also genau. Ganz wichtig. Was ich fast vergessen hätte. Der hat ein Schild um sich herum. Und dieses Schild bekommt ihr nur mit dem Schwert runter. Wenn ihr mit der Waffe drauf schießt, steht er immun. Ihr müsst ihn mit dem Schwert töten. Also nicht töten, sondern das Schild mit dem Schwert runterhauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Uns ist das beim ersten Durchlauf nicht aufgefallen, weil wir komplett dachten, wir müssten alles hier mit dem Schwert töten. Müsst ihr nicht, ihr könnt ihr das ganz normal mit dem Moment. mit Pistolen und alles automatisch dann töten. Wir haben halt gedacht, beim ersten Run, dass wir. So, wie gesagt, mit dem Schwert Chill down und den Rest könnt ihr nochmal sehen hier. Dann geht's in den nächsten Mal zurück. So Leute, das war's mit dem ersten Teil. Wir sehen uns beim zweiten Teil. Bis nachher. Bitte gefallen.